Er ist geflohen. Oh, das ist eine lange Quest. Für deinen Vater und deinen Bruder müssen sie die Notfallwächtersitzung teilnehmen, schleichen aus Jul und erreichen die Kuppel der Jahreszeit. Ausrufezeichen, sprechen sie mit den Wächtern. Das steht hier wirklich so. Die Wächter warten auf uns. Wir sind jetzt in ihren Reihen. Quest abgeschlossen. Ja, nochmal das Ganze drum. To level design. This is the final chapter, never written about in the old stories. I thought I knew the whole thing. Sometimes history and tradition makes people act mindlessly. The evil mage will now be heading to Samhain to raise his army of golems. And not a cute golem among them. What a waste. An army? I'm afraid so. If we don't assemble the cartographer in Samhain... Let me guess. The world will end as we know it? The cartographer not only tracks the evil mage, it's also a weapon of immense power. And? And? Well, another cup of tea would be nice while we wait for the legendary warrior. We can't wait for the legendary warrior to return. I'm going! Hard to refuse that kind of enthusiasm. I'd say, don't lose a minute, Ari. Go and kick his booty. Magnum, wait. You think she can go alone? Well, she has double jump, right? It won't be easy. It will be dangerous. I'm not afraid. The legendary warrior split the key to the cartographer into four parts and hid them all across Valdi. They are hidden in the Seasoned Temples. Got it. Season temples. Where will you be? Ah, our legs aren't what they used to be. But we'll help as much as we can from here. Hey, old man. I can still dance. You want to see me boogie? I won't let any of you down. Neue Quest, ein königlicher Verrat. Wiederherstellung des Gleichgewichts, die Jahreszeiten Golems, der Sommertempel, sprich mit den Wächtern der Jahreszeit, dein Inventar wurde wiederhergestellt. Du hast gerade die Jahreszeitenkristalle Frühling und Herbst erhalten. Wir haben wieder alles zusammen, wir prüfen das. Katana ist da, Holzschwert ist da. Hier haben wir neue Fähigkeiten. Herbstkristall, mit diesem kleinen Kristall hältst du die Kraft des Herbstes in deinen Händen. Und der Frühlingskristall gebietet mit diesem besonderen Kristall der Jahreszeiten über die Kraft des Frühlings. Die Upgrades haben wir wieder soweit. Kleider sind da. Die Haarprachten, die Schlüsselgegenstände, alles da. Aber Angriffsstufe 2 ist verschwunden, glaube ich. So, reden wir mit den Wächtern. Unglaublich. Prinz Krokus hat uns völlig hintergangen, so viele Missetaten. Dennoch, er muss geglaubt haben, dass er den bösen Magier alleine besiegen kann. Ich glaube, ich kenne den Grund. Was hat ihm solche Angst gemacht? Ich trage an all dem die ganze Schuld. Ich wollte zu viel. Ich nahm Prinz Krokus als meinen Lehrling, obwohl es keine Wächterlinie in der königlichen Familie gibt. Geh nicht so streng mit dir ins Gericht, mein alter Freund. Ich hielt das Interesse des Prinzen an Kristallen für harmlos. Wer hätte gedacht, dass er einen Plan ausheckt, um sie so einzusetzen, wie er es getan hat? Jetzt, da der böse Magier frei ist, bedeutet das eine Katastrophe für Valdi. Die historischen Tafeln werden immer eindeutig. Dem Pfad des Magiers folgt die Katastrophe. Wenn der legendäre Krieger nicht zurückkehrt, um zu helfen, ist es aus mit uns. Wir haben keine Wahl. Unsere Prinz Krokus-Misere muss warten. Brynn, wen meinst du mit wir? Du hast selbst gesagt, dass wir unsere Lehrlinge nicht erreichen können. Und zum Glück ist die Tochter des Winterwächters hier, Ari. In den Geschichten wird der Kartograf erwähnt, ein altes Gerät, das den bösen Magier orten kann. Die Details, die wir haben, sind bestenfalls vage, aber sie sind unsere beste Chance. Wir brauchen die vier Lichtkernsteine, um den Kartografen zu aktivieren. Jeder sollte sich in dem Tempel seiner Region befinden.
Bist du bereit für eine wirklich schwierige Aufgabe? Ich werde jetzt nicht aufgeben, ich bin bereit. Dem Kollektiv zufolge muss der Sommertempel in Lamasti zuerst betreten werden. Sprich daher zuerst mit Dagdan und erfahre weitere Details, bevor du gehst. Wie du sehen kannst, ist der traditionelle Weg nicht der einzige Weg. Meine Mama ist unerbittlich, was Tradition betrifft. Interessant. In ihren jungen Jahren war Kalena ganz das Gegenteil. Wie ich schon sagte, sprich am besten mit Dagdan, bevor du nach Namastit aufbrichst. Dagdan, ist er hier? Ari, wir sehen geradezu, wie sich ein echter Klassiker entwickelt. Kaputte Jahreszeiten, schrecklicher Verrat, das Böse entfesselt, eine unerwartete Heldin, die sich den Wächtern anschließt. Das ist eine Geschichte, die man auf die Geschichtstafeln schreiben kann. Generationen nach uns hätten Spaß daran, über mich zu lesen. Ich meine uns, so ist es. Mein Papa und Flynn lasen die alten Geschichten, insbesondere über den legendären Krieger. Wenn ich es mir recht überlege, ist es ganz anders, die Geschichte zu erleben, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich hatte nicht gedacht, der berühmteste Wächter zu werden, aber hier bin ich, gut aussehend und alles. Wer war es, der mir sagte, dass du für ein solches Abenteuer geboren bist? Nun ja, du bist die Einzige, die Auswirkungen des Gifts nicht spürt. So viel steht schon mal fest. Brumm, brumm, brumm. Ja, Lakten, aber so etwas ist nicht einfach zu erklären, nicht wahr? Jetzt lass mich meine Zeilen vortragen, bitte. Die Königin und der Prinz, wovon redet Lakten? Prinz Krokus und Königin Violet hatten eine schwierige Beziehung. Krokus' Eifer für das Wächteramt diente dem Jungen als Ventil. Natürlich, darum hat Prinz Krokus als seinen Lehrling akzeptiert. Prinz hat keinen eigenen Nachfolger. Aber warum sollte das nicht in die Geschichtstafeln aufgenommen werden? Brünn hat sich kurz nach der Geburt von Krokus mit dem König und der Königin entzweit. Seitdem hat der Hof die Wächter auf den Status von Hofnarren reduziert. Was für mich okay ist, ich habe einen sehr anspruchsvollen Boogie-Zeitplan. Also, wo war ich? Ah ja, der Kartograf. Wir haben nur Informationsstückchen, aber es reicht, um zu entziffern, dass die Kartografensteine in einem Tempel weggesperrt sind und von uralten Golems bewacht werden. Golems? Ha, die werden was erleben, ich hab keine Angst. Naja, von dem, was wir bisher wissen, scheinen die Golems die Wächter der Kartografen-Lichtkernsteine zu sein. Brumm. Ja, Lakten, dazu komme ich noch, aber nur zwischen diesen ständigen Unterbrechungen. Vielleicht möchtest du das Reden übernehmen? Dachte ich mir. Die Golems bewachen die Lichtkernsteine eigentlich nicht, denn die Steine befinden sich in ihnen und schenken ihnen Leben. Du musst die 4 Golems finden und besiegen, um die Kerne zu erlangen. Das Kollektiv spricht von einer Bindung, durch die du Zugang zu den Tempeln erhältst. Der alte Tempel in Lamastit ist seit Ewigkeiten verlassen, darum sollte man leicht hineinkommen. Endlich echte Wächter-Action. Haha, du bist so abenteuerlustig wie deine Eltern und dein Bruder zusammen. Du trägst die Wächterlinie in dir, das ist kristallklar. Na los, hol sie dir. Vergiss nicht, in beide Richtungen zu schauen, bevor du den Strom überquerst. Strom? Das klingt nicht richtig. Wie auch immer, gib gute Acht auf dem Weg zum Sommertempel und schau in beide Richtungen, bevor du irgendetwas überquerst. Neue Quest Hyänen, das geheime Lager der Hyänen. Da oben steht's nochmal, finde das goldene Armband in der überfluteten Kathedrale. Also wir dürfen jetzt auch in die Kathedrale. Das mit den Textboxen ist echt blöd, dass die hier teilweise sich verschieben. Brumm, brumm. Ich auch nicht. Ich hätte nie geglaubt, dass Prinz Krokus so etwas tun würde. Ich dachte, er wäre ein Freund, aber ich lag falsch, von den Wächtern zu stehlen, Kinder zu stehlen, die Jahreszeiten zu verderben, die Gruft zu öffnen. Ich hab's erst ein Superschurke. Brumm, brumm, brumm. Ich habe das auch gedacht, aber nein, Flynn war nicht in der Mine. Nur Kinder, die jünger waren als ich, waren da und niemand hat eine Spur von meinem Bruder gesehen. Brumm, brumm, brumm. Der König und die Königin von Ostara? Brumm, brumm, brumm. Wenn König Alu und Königin Violet nicht auf Urlaubsreise wären, würde ich das gleiche fragen. Ostaras Jahreszeitenumkehr war nicht so schlimm. Die Ausrede mit dem Ausland erholen scheint recht fadenscheinig. Wenn sich jemand über eine extreme Klimaänderung beschweren kann, dann sind es Yol oder Lamastit.
Brumm, brumm. Ihn verlassen? Das hat Krokus wirklich von seinen Eltern erzählt? Ich habe es so noch nie betrachtet, aber was meinst du damit, dass du schon Gerüchte über ein unterirdisches Gefängnis gehört hast? Wie? Ich befürchte, ich sollte das beantworten, Ari. Vor langer Zeit, noch bevor du geboren wurdest, schlug Lacton vor, dass wir die querulantischen Erkenntnisse eines rebellischen Historikers in Betracht ziehen sollten, aber ich wies ihn ab. Die historische Gesellschaft hat immer einen strengen Kodex durchgesetzt, was das Erhalten alter Traditionen betrifft, und ich wollte keinen Staub aufwirbeln und dem Ruf der Wächter schaden. Brumm. Ja, Lacton, ich weiß, das hat dich nicht davon abgehalten, die Tagebuchkopien zu lesen, bevor du sie losgeworden bist. Sie losgeworden, warum? Ich habe versucht zu verhindern, dass die Wächter weiter in Verlegenheit geraten. Diese besonderen Tagebucheinträge waren verpönt und ich hatte mit meinen Bemerkungen bereits den Unmut des Hofs auf mich gezogen. In diesem Fall werde ich besonders nach Kopien von Tagebucheinträgen Ausschau halten. Vielleicht bringt diese Extrazeit extra Ergebnisse. Wie Dagden sagte, sollte der Sommertempel in Lammastide leicht zu finden sein. Sprich mit ihm, falls du Fragen hast. Brumm, brumm. Das werde ich, Lacton, Sommertempel, ich komme.